Ich habe ganz vergessen, dass wir uns ja heute noch was Neues angucken wollten. Und zwar einmal diese zwei neuen Sorten von Aino. Einmal den Maasai und einmal den Tang. So. Die offizielle Beschreibung zu den Sorten sagt, Maasai ist ein Früchtemix und der Tang ist Blaubeere, Mandarine, rote Johannisbeere und Orange. So, ich war ja eigentlich nie ein Freund von Orange und Mandarine und so. Aber dann kam letztens der Must-Have und den Must-Have mische ich ja tatsächlich doch ab und zu ganz gerne mal mit rein. Plus, ich bin ein großer Freund von Johannisbeere und deswegen bin ich gespannt, ob mir der Tang vielleicht doch schmecken kann. Ich habe am Tang übrigens auch noch gar nicht gerochen. Ich habe nur den Maasai, den habe ich einmal pur geraucht und jetzt gerade habe ich ihn in der Mischung mit Blary drinne an. Riechen wir erstmal dran und gucken mal, wie die zwei Sorten riechen. Maasai kann ich relativ schnell zusammenfassen. Also wenn man da dran riecht, dann ist das eine sehr undefinierbare, sehr fruchtige Masse. Aber dieser Tabak erinnert an einen anderen Tabak und zwar ziemlich, ziemlich stark und zwar African Queen. Also er hat eine Note, die anders ist, aber ich kann sie nicht benennen. Er ist sehr nah an African Queen, also ein Früchtemix stimmt auf jeden Fall. African Queen sollen ja auch hier 16 verschiedene Fruchtsorten sein. Ich weiß jetzt nicht, wie viele da Tier sein sollen, aber von der Idee her geht der Tabak sehr, sehr stark in dieselbe Richtung. Also am meisten würde ich sagen, rieche ich hier sowas Richtung Mango Maracuja raus. Also vielleicht ist auch das schon der Twist, den ich da rieche, der dann doch anders ist als beim African Queen. Geschmacklich ist das Ganze übrigens sehr, sehr ähnlich. Das ist ein undefinierbarer, aber recht leckerer Früchtemix, also so ein African Queen Ding. Aber jetzt kommt's, er muss ein bisschen anders sein, weil African Queen rauche ich im Moment nicht mehr so gerne. Ich mag den Tabak an sich sehr gerne, habe den auch eine ganze Zeit lang in super vielen Mischungen drinne gehabt, aber habe ihn dann überraucht und konnte ihn nicht mehr so rauchen. Auch wenn er irgendwie mal in irgendeinem Mix bei irgendeinem Kollegen drin war, war irgendwie nicht mehr meins. Bei dem Maasai habe ich das Gefühl allerdings nicht. Also ein bisschen unterschiedlich muss er schon sein. Es ist aber, also ich weiß nicht, wie viele Früchte da drin sind, aber es ist wirklich eine sehr undefinierbare Mixtur an Früchten, die an den African Queen erinnert, aber nicht ganz beim African Queen ist. Muss aber sagen, ich habe ihn jetzt mit dem Blary an. Gute Mischung. So, jetzt den Tang, den habe ich noch gar nicht gerochen. Den hat sich der Alex für den Shisha-Cast gebaut. Zur Erinnerung, Orange, Mandarine, Blaubeere und rote Johannisbeere. Ich hoffe, dass da genug von der Johannisbeere am Start sein wird. Also es erinnert auf jeden Fall an eine Limo. An irgendeine Limo. Irgendein Getränk. Ich glaube, kennt ihr diese Limos von Granini? Wie heißen die denn nochmal? Es gibt doch auch diese Graninis mit Kohlensäure und anderen Geschmacksorten. Also nicht diese Granini-Säfte, sondern Granini-Schorle oder so. Keine Ahnung, heißt das so? Ich glaube, davon gibt es eine, die so ähnlich riecht wie dieser Tabak. Heißt, ist das diese, die Limo? Ja, okay. Ja, riecht wie die Limo. Also wie die Limo, nicht wie die Limo. Also es riecht auf jeden Fall am meisten nach Mandarine und Orange. Das kann man schon so sagen. Blaubeere mit ein wenig Fantasie. Mit ein wenig Fantasie, so leichte Noten von Blaubeere, ja, aber eher so hinten. Also im Vordergrund ist ganz klar eine sehr, sehr süße Orange und Mandarine. Aber es riecht auf jeden Fall eher so limonadenartig. Das kann man auf jeden Fall sagen. Rote Johannisbeere kann man erahnen, ist leider nicht so sehr im Vordergrund, wie ich mir das vielleicht von diesem Tabak her gewünscht hätte. Aber ist trotzdem nicht diese typische, bittere, saure Orange, die man sonst immer hat, sondern eher eine Limo-Orange, was persönlich für mich schon mal von Vorteil ist. Ja? Also ich bin gespannt, wie der schmeckt. So habe ich auf jeden Fall keine Angst davor. Das ist bei mir und Orangentabak immer ein gutes Zeichen. Näheres erfahren wir dann gleich, wenn wir uns das zweite Köpfchen bauen und dann eben auch rauchen. Wir bauen jetzt das nächste Köpfchen, Aino Tang. Also es ist das erste Köpfchen vom Tang, aber wir hatten ja eben schon den anderen. So, dann gucken wir uns erstmal Schnittfeuchtigkeit an. Ich rühre aber erst nochmal kräftig um. Ich habe den noch nie pur geraucht. Der Alex hat sich den aber schon für den Shisha-Cast gemischt. Zur Erinnerung, Tang soll Tangerine, also Mandarine, Orange, Blaubeere und rote Johannisbeere sein. Und da testen wir jetzt mal. Riecht wie eine schöne süße Limo. Und das lässt auf jeden Fall hoffen. Normal bin ich ja nicht so der größte Orangentabakfreund. Aber wenn das so Limo-mäßig ist, dann kann das schon besser sein. Wir bauen im Vandenberg V1. Tabakqualität, Tabakschnittfeuchtigkeit hat sich eigentlich nichts getan. Wir hatten ja letztens schon mal einen Aino, der war ja schon sehr ähnlich. Ich weiß nicht, ob es ein Ticken weniger Ästchen sind, aber es sind auf jeden Fall noch ein paar Ästchen drin. Aber da hatten wir das letzte Mal schon relativ ausführlich drüber geredet, dass ich der Meinung bin, ich bin mir nicht sicher, ob jemand den Unterschied rausschmecken könnte, wenn da so ein paar kleine Ästchen drin sind. Wenn das jetzt hier so ein Riesengewucher wäre, dann wäre das was anderes. Aber so bin ich mir nicht sicher, ob das jemand überhaupt rausschmecken könnte. So, Gabel für Gabel hier Tabak in den Funnel. So, das sollte reichen. Und dann heißt es noch verteilen. Das heißt immer so von außen nach innen vom Rand streichen. Immer noch erstmal eine grobe Runde vorab drehen.
wo man das, was außen auf dem Rand gelandet ist, erstmal in das Köpfchen reinschiebt. Dann kann man zum Beispiel, ne, Stellen wie hier, hier ist ein bisschen weniger, hier ist ein bisschen mehr. Kann man ein bisschen ausbessern, indem man den Tabak da ein bisschen hin und her schiebt. Hier ist zum Beispiel innen was, also zu weit innen, zu nah am Funnelloch. Das wollen wir nämlich auch nicht. Und so wollen wir jetzt eben hier einen ganz homogenen, gleichmäßigen Kreis an Tabak haben. Sozusagen in unserem Donutform geformten Depot nochmal die Tabakwurst in eine Donutform bringen. Das war die komischste Formulierung, die ich jemals für einen Kopfbau benutzt habe. Eino etwas klebriger, also nicht ganz so leicht sehr fluffig zu bauen, aber auf jeden Fall angenehm zu bauen. Der Schnitt ist halt sehr fein, das macht es relativ leicht, ein schönes Köpfchen mit dem Tabak zu bauen. Und das war's dann auch schon. Ne? Guckst, dass außen der Rand frei ist, du guckst, dass innen das Funnelloch frei ist, dass da nichts zu nah am Funnelloch liegt, ansonsten ziehst du dir das eh noch gleich in die Bowl. Dann gehst du nochmal mit einem Zeber hier außen über den Rand vom Köpfchen, damit da keine Tabakblätter mehr hängen, damit die dann direkt unter dem HMD verbrennen. Das wollen wir auch nicht, ne? Das heißt hier nochmal mit dem Zeber drum und dann ist das Ding fertig und so sieht das aus. Oh, das war sogar fast schon ein bisschen höher, als ich dachte. Seht ihr die Gap? That's what I call Vollkontakt, Bro. Ja. Köpfchen ist angeraucht. Rauchentwicklungscheck. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Sieht wunderbar aus, läuft auch ganz normal. Sehr angenehm, klassischer Virginia. Kann man nicht meckern. Geschmacklich. Ist es schon mal ein Tabak, der sehr auf der süßen Seite ist. Bei Mandarine und Orange könnte man ja auch von einem eher bitterem, sauren Tabak ausgehen. Man hat auch definitiv saure Noten, aber es ist eher ein süßer Tabak. Blaubeere und rote Johannisbeere. Sehr schwierig. Ich denke, das sind eher abrundende Noten, die damit verwendet werden. Es schmeckt auch nicht wie ein klassischer Orangen- oder wie ein klassischer Mandarinentabak, aber ich habe jetzt nicht das Gefühl beim Rauchen, dass ich beides rausschmecken könnte. Das Ding ist, ich rauche ja normal sehr ungerne Orangentabak, beziehungsweise gibt es nur sehr wenige Orangentabaksorten, die ich angenehm rauchen kann, ohne dass ich mich dauerhaft ekel. Das ist aber definitiv eine davon. Vielleicht helfen da auch Blaubeere und die rote Johannisbeere mit. Ein süßer Tabak, der nach einer sehr süßen Mandarine schon fast in so eine Mandarine Limonadenrichtung gehende Note schmeckt. Für mich überraschend gut, dafür, dass ein Orange ist. Könnte ich mir vor allem in einem sommerlichen Mix sehr, sehr gut vorstellen. Bestimmt auch geil noch mit Minze, mit Zitrone. Könnte auch mit Traube funktionieren, obwohl ich normal Orange und Traube jetzt nicht so häufig mische. Overall, aber ein nices Ding. Überraschend gut für Orange.